Ich glaube, ihr seht mich sogar ziemlich gut. Wie geht's euch? Hi. Wie cool! Wie cool, dass wir uns heute wieder hier versammelt haben. Ich freue mich, dass du da bist. Heute werde ich einige Ideen für deine perfekte Morgenroutine mit dir teilen. Das heißt, einige Gewohnheiten, die du in dein Leben integrieren kannst, um dein Leben und vor allem deine Morgenroutine erstmal besser zu gestalten. Die Dinge, die du wiederholt erledigst und die du täglich machst, die definieren dich am Ende und deswegen sind auch Gewohnheiten und vor allem auch Routinen so wichtig. Du kannst sehr gerne meinen Kanal abonnieren für mehr Videos dieser Art. Ich habe auch schon einige Routinen abgefilmt, wie meine Morgenroutine und meine Abendroutine. Aber ich würde sagen, jetzt fangen wir an mit dem Video und viel Spaß dabei. Die erste Gewohnheit ist es, den Snooze-Button zu meiden. Ich habe gar keinen Snooze-Button mehr, beziehungsweise ich glaube doch, man hat immer einen Snooze-Button, aber ich benutze ihn eigentlich nie. Einfach aus dem Grund, da mein Wecker so laut ist und mich so wach macht und mich so erschreckt. Ich habe nämlich einen Song und ich mag diesen Song sehr gerne und irgendwie erschreckt er mich immer und deswegen kann ich sehr gut wach bleiben. Aber es bringt eigentlich gar nicht so viel, den Snooze-Button zu betätigen, da dein Körper, also vor allem dein Kopf sehr confused ist und den Rhythmus nicht mehr weiß und dann weiß der Körper nicht mehr, ob er wach oder müde sein soll, also durcheinander gebracht und außerdem kommst du nach dem Klick auf den Snooze-Button eh nicht nochmal in diese nächsten 10 Minuten in diesen wirklichen Status des Schlafens und das hilft jetzt nicht so viel und deswegen wäre mein erster Tipp auf jeden Fall den Snooze-Button zu meiden und direkt, ja nicht unbedingt aufzustehen, aber zumindest aufzuwachen und wach zu bleiben. Die zweite Sache ist etwas kitschiger, aber ich finde es sehr schön und zwar ist es jemandem eine liebe Nachricht am Morgen zu schreiben. Einfach ein wenig Positivität am Morgen, ich meine es hilft dir, es hilft der Person, der du schreibst und es werden gute Vibes ausgestrahlt so früh am Morgen, was doch super ist. Du kannst aber schreiben wie, hi, ich hoffe du hast gut geschlafen oder guten Morgen, wie geht's jetzt, hast du heute so Schönes vor oder irgendwas anderes. Nummer 3, also die Leute, die diesen Kanal schon länger verfolgen und die öfter mal reingucken, die wissen, dass es eine Gewohnheit gibt, die ich wirklich nicht vernachlässigen kann und zwar ist es, mein Bett zu machen. Ich mache jeden Morgen mein Bett, um einfach diese innere Unruhe nicht zu haben, die ich habe, wenn mein Bett nicht gemacht ist. Mein Bett ist somit die größte Sache in meinem Zimmer. Wenn es nicht gemacht ist, dann sieht mein ganzes Zimmer unordentlich aus. Und wenn ich äußere Unruhe und Unordnung habe, habe ich auch innere Unordnung. Und das geht nicht. Deswegen ist es schon lange absolut keine Frage mehr für mich. Und ich mache das einfach ganz aus Routine jeden Morgen und habe mein schön gemachtes Bett hier. Nummer 4 ist Brainstorming am Morgen. Einfach mal am Morgen alles aufschreiben, was einem im Kopf so herumschwirrt und wer weiß, vielleicht sind da ja richtig gute Ideen dabei. Zumindest hast du aber alle Gedanken aufgeschrieben und du kannst direkt zum nächsten Punkt kommen und hast erstmal diese ganzen Gedanken weg. Und der nächste Punkt könnte sein, deinen Tag zu planen. Ich habe schon einige Videos zu dem Thema Tagesplanung, Wochenplanung, Lebensplanung generell. Das verlinke ich dir gerne mal hier oben oder in der Infobox auch. Für mich ist es sehr wichtig, eine Struktur am Tag zu haben und zu wissen, was ich an dem Tag erledigen muss, was ich vorhabe. Was ich, ja, einfach, was an dem Tag ansteht und wenn ich das nicht weiß, dann bin ich so richtig verwahrlost. Okay, dann eigentlich nicht. Aber dann habe ich keine Struktur und dann fühle ich mich ein bisschen nutzlos und unproduktiv und ich habe nichts zu tun und weiß nicht, mit mir anzufangen. Deswegen ist für mich... Was ist das? Deswegen ist für mich eine Tagesplanung sehr wichtig. Ich habe mich lange vor diesem Kalender-Ding gedrückt, weil ich Angst hatte, das nicht schön genug zu gestalten. Ich habe nämlich immer diese ganzen Bullet Journals gesehen, die super schön designt waren. Ich dachte mir immer so... Ich werde das nicht schaffen, was auch stimmt. Denn ich kann nicht so schön schreiben, beziehungsweise ich habe nicht die Geduld, alles super schön zu designen. Aber es hat auch für mich momentan keine Priorität, denn ich habe mich irgendwann doch an einen Bullet Journal rangetraut und habe mir einen eigenen Kalender designt, den ich jetzt auch benutze. Ich habe dazu mal ein ganzes Video gemacht, das könnt ihr euch auch hier oben angucken. Es muss nicht perfekt sein. Du musst keinen perfekten Kalender haben, kein perfektes Bullet Journal. Kein Perfekt, kein der Journal, das Journal. Im Endeffekt geht es nur um die Tagesplanung, die nicht super schön illustriert sein muss. Also alles gut, wir können weiter zum nächsten Punkt kommen. Und der nächste Punkt ist Trinken. Eigentlich hätte man Trinken schon am Anfang sagen sollen, denn das bringt deinen Körper richtig schön in Schwung und ready für den Tag. Ich habe in meinem Zimmer immer ein Glas stehen, oder wenn nicht sogar mehrere Gläser. Ich habe momentan gerade 3 Gläser hier stehen und da ist immer irgendwas drin und ich trinke sehr gerne. Ich trinke, by the way, nur Wasser. Das ist auch eine Gewohnheit von mir, die ich eigentlich schon sehr lange habe. Und das war eigentlich keine, das war keine Intention von mir, nur Wasser zu trinken, aber irgendwie trinke ich momentan nur Wasser und deswegen, ja, kurz. Das wollte keiner wissen, too much information. Machen wir weiter.
Also durch das Trinken kommt dein Körper in Schwung, aber auch noch um dein Gehirn in Schwung zu kriegen, kannst du auch erstmal lüften morgens und ein bisschen frische Luft in dein Zimmer reinlassen. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, ob du eher eine Person bist, die ihr Fenster ständig auf Kipp hat oder ob du eine Person bist, die vielleicht morgens und abends noch komplett durchlüftet. Schreib mir das gerne mal in die Kommentare oder lüftest du einfach gar nicht. Es gibt ja auch so Leute, die gar nicht lüften, was nicht gut ist. Der nächste Punkt ist ein gesundes Frühstück. Ich denke, mittlerweile ist uns allen klar, dass das Essen, was wir zu uns nehmen, ein sehr großer Faktor für unsere Gesundheit und auch für unser Leben, unsere Gefühlswelt und für alles eigentlich ist. Falls du sehen möchtest, was ich jeden Tag so esse, kannst du gerne bei meiner veganen Playlist vorbeigucken. Da habe ich nämlich schon öfter so What I Eat in a Day Videos gefilmt, habe ich mal mitgenommen, was ich an einem Tag so esse. Ich will nicht sagen, dass es super, super gesund ist, was ich esse, aber ich achte schon sehr drauf und eigentlich, ja, eigentlich ist es schon relativ gesund. Solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Der nächste Punkt ist, mach dich schön für dich selbst und zieh dich auch schön an. Ich habe darüber schon öfter geredet, aber es ist zumindest für mich sehr wichtig, mich auch anzuziehen und fertig zu machen, auch wenn ich nicht rausgehe. Wenn ich den ganzen Tag nur im Gammel-Look rumhänge, dann werde ich auch nicht so in die Stimmung kommen, produktiv zu sein und organisiert zu sein und zu arbeiten und Sachen fertig zu kriegen und so weiter. Ich denke, wir kennen diesen Moment auch alle, dass wir irgendwie sagen, hey, das ziehe ich nicht an, das ziehe ich an, wenn ich einen bestimmten Anlass habe oder wenn ich irgendwie das mache oder das mache. Und eigentlich ist jeder Tag irgendein Anlass, denn du bist hier auf der Welt, dir geht es gut. Du bist gut genug, diese Sache zu tragen. Und wenn sie nur im Schrank hängt, dann gibt es auch nicht viel Sinn. Also mach dich ruhig mal schön für dich selbst, damit du auch, ja, dich besser fühlst und dann auch eventuell motivierter und produktiver an den Tag rangehen kannst. Die nächste Sache hat mein Leben so verbessert. Und zwar ist es, jeden Morgen 5 Minuten aufzuräumen. Wenn du jeden Tag ein bisschen machst, hast du nie wieder diesen großen Haufen an Unordnung, den du dann gegenüberstehst und du denkst, wie soll ich das jemals wieder in Ordnung kriegen? Ich sage euch Leute, kleine Schritte, jeden Tag etwas, das ist eigentlich mein Motto generell im Leben. Step by step, day by day, ich habe das so oft, es hängt an meiner Wand, step by step, day by day. Und ich habe auch schon mal ein Video gedreht zum Thema, wie dein Zimmer immer ordentlich ist. Könnt ihr euch auch sehr gerne hier oben angucken. Oder in der Infobox, ich glaube, ich verlinke es bei beiden Sachen, weil dann könnt ihr nachher in die Infobox gucken. Dann seht ihr diese ganzen Links, das ist eigentlich sehr schlau. Falls du meinen letzten Vlog geguckt hast, hast du mitbekommen, dass ich mir am Morgen Affirmationen gesagt habe. So, was sind Affirmationen? Affirmationen sind Sätze, die du dir einfach sagst und du versuchst, die Sätze einfach zu glauben. Das heißt, ich stelle mich vor den Spiegel und ich sage mir, ich bin schön, ich bin gut. Ich filme dieses Video gerade und das Video wird sehr schön werden. Viele Leute werden sich dieses Video angucken. Vielen Leuten wird dieses Video helfen. Mein Körper ist entspannt, meine Gedanken sind entspannt und ich bin entspannt. Ich bin voller Vorfreude und freue mich auf all die schönen Dinge, die heute passieren werden. Ich sehe das Gute in mir und in allen Menschen, denen ich begegne. Und das Ganze bringt dein Unterbewusstsein dazu, das irgendwann zu glauben. Und so verbessert sich einfach deine Lebensqualität. Und dein Mindset vor allem eigentlich. Ja, eigentlich dein Mindset. Und die letzte Sache ist Eat the Frog. Falls du es noch nie gehört hast und jetzt so denkst, warum Eat the Frog? Ich dachte, du wärst Veganerin. Okay. Ich habe zu diesem Thema schon mal eine Podcast-Folge gedreht und habe da erklärt, worum es sich bei diesem Prinzip handelt. Aber ganz einfach gesagt, geht es bei dem Eat the Frog-Prinzip darum, dass man die schwerste und größte Aufgabe am Tag zuerst macht. Wenn du deine To-Do-Liste anguckst und dir so denkst, darauf habe ich gar keinen Bock, dann fang damit an und dann mach diese Aufgabe jetzt. Eat the Frog. Und ich finde diese Methode sehr, sehr cool. Ich habe sie für mich so ein bisschen abgewandelt. Ich mache es momentan so, dass ich mit einer kleinen Aufgabe anfange und dann den Frosch esse. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe dann nämlich durch diese kleine Aufgabe ein kurzes Erfolgserlebnis und bin motiviert weiterzumachen und dann esse ich den Frosch, also mache die größte Aufgabe und die schwierigste Aufgabe des Tages und bin dann fertig und weiß, ab jetzt wird es nur noch besser. Schaut gerne nochmal in die Infobox, denn dann habe ich hier alle Videos verlinkt, von denen ich in diesem Video geredet habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag wieder bei einem neuen Video von mir. Abonniert sehr gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos dieser Art zu verpassen. Gebt ein Like, schreibt was in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder. Ich lade jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag hoch. Also bis Sonntag. Habt noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.